Mit dem World Economic Forum kommt auch das Geld nach Davos. Es wimmelt in diesen Tagen geradezu von kaufkräftiger Kundschaft. Entsprechend sind auch die Preise gestiegen. Ein Espresso kostet mancherorts 8 Franken, eine Portion Pommes frites gar 19 Franken. Wer kann, versucht jetzt das große Geschäft zu machen. Das gilt auch für Ladenbesitzer. Aus Davos, Andreas Kohli. Sie sind mitten unter den Reichen, aber drehen jeden Rappen um. Die Mitarbeiter der türkischen Nachrichtenagentur IHA. Sie bieten TV-Sendern einen Steinwurf vom Kongresszentrum entfernt eine Plattform für Live-Schaltungen in ihre Heimat. Rauş Özçelik ist der Chefkameramann und er ist zugleich der Chefkoch. Seine Leute verfolgen das WEF auf engstem Raum. Die hohen Mieten lassen nichts anderes zu. Man muss dann irgendwie eine einfache Lösung finden und haben wir dann uns gesagt, dass wir dann lieber in ein Haus dann mieten, dass wir da arbeiten, dass wir dann halt da auch schlafen können, damit dass wir dann halt aushalten können. Sonst haben wir eigentlich gar keine Chancen, hier zu kommen. Alle Zutaten hat der Koch auf dem Hinweg in Deutschland eingekauft. Wenn ich dann in Deutschland für 30 Euro einkaufe, dann reicht das uns hier 2-3 Tage für 4-5 Personen. Und wenn ich dann hier kaufe, das reicht noch nicht mal ein Tag. Teures Davos. Milliardenfirmen wie Facebook oder Tata mieten die besten Lagen, um sich den WEF-Teilnehmern zu präsentieren. Dafür zahlen sie hohe Summen und sind somit für die Vermieter, die Davoser Geschäfte, eine wichtige Einnahmequelle. Das Schneiders ist eine Woche lang ein Treffpunkt für indische Geschäftsmänner und Frauen. Ein Industrieverband und ein Bundesstaat aus Indien haben übernommen. In der Küche des Restaurants von Yvonne und Urs Wipprechtiger arbeiten diese Tage nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch 12 Köche aus Indien. Seit 15 Jahren vermieten Wipprechtigers ihre Fläche an internationale Kunden. Wie viel sie dafür erhalten, sagen sie nicht. Ich will nicht sagen, dass man 50% vom Jahresumsatz macht. Man macht einen guten Umsatz, man muss aber auch viel und gut arbeiten. Die Leute wollen auch eine Leistung sehen für das, was sie zahlen. Und uns hilft sicher, weil wir ein extrem saisonaler Betrieb sind, dass wir mehr Leute oder Mitarbeiter über das ganze Jahr beschäftigen können. In dieses Modegeschäft hat sich das IT-Unternehmen Salesforce eingemietet. Hier trifft 10 vor 10 den Urdavoser Walter von Balmoos. Er kennt die Szene und sagt, das WEF sei wichtig für die lokalen Geschäfte, aber einzelne verlangten zu hohe Mieten. Meistens machen sie die Erfahrung, dass es ein Jahr zum zu hohen Preis nicht vermieten und dann merken sie, ja gut, wenn ich mit dem Preis ein bisschen oben runterkomme, habe ich vielleicht die Möglichkeit, um es zu vermieten. Und da gibt es schon Läden, die zwischen 20% und 45% von der Jahresmiete können so organisieren. Nicht nur an der Davoser Promenade, auch in Hotels scheuen internationale Firmen keine Kosten für den guten Auftritt. Im Speisesaal des 5-Sterne-Hotels Seehof ist nichts, wie es vorher war. Die russische Sberbank will hier ihre noble Kundschaft einladen. Jetzt hat die Sberbank diesen Speisesaal während dem WEF gemietet und baut diesen Speisesaal 3 Tage um. Den Betrag kann ich gar nicht sagen, weil das ist einmalig in der Welt, für nur 3 Stunden einen Apéro hier zu machen. Die Firmen greifen auch für Schlafplätze ihrer Mitarbeiter tief in die Taschen. Das wollen einzelne Vermieter schamlos ausnützen. Im Internet wurden 3 Zimmerwohnungen für über 4.000 Franken angeboten, pro Nacht. Der örtlichen Tourismusorganisation bereitet das Sorgen. Die hohen Preise, die zum Teil verlangt werden in Davos, drücken Davos einen Stempel auf, der einfach über das Jahr aus nicht der Wahrheit entspricht. Und darum schauen wir das natürlich vom Tourismus ein bisschen kritisch an. Davos will nicht generell als teuer gelten, obwohl es genau das eine Woche lang ist.